diesem Teil wollen wir uns mit der Kategorie Shapes etwas näher befassen. Wir kennen ja bereits den Befehl Start Extruding Curves, mit dem wir also Kurven bzw. Linien hinterlassen können, dort wo der Beetle gelaufen ist. Es gibt hier auch diese Kategorie oder diesen Befehl Cube. Hier kann man also, je nachdem was wir hier eingeben, einen Würfel erhalten. Es gibt den Befehl Cuboid, das ist also hier ein Quader. Allerdings müssen wir zuerst dann den alten löschen, auf Cuboid gehen und dann bekommen wir also einen Quader. Wir löschen es wieder mit der Leertaste. Mit Sphere, je nachdem was wir hier eingeben, bekommen wir also eine Kugel. Leertaste. Bei Tube, ich habe schon ein paar Größen hier eingesetzt, wie man merkt, bekommt man also eine Röhre, und zwar die Länge, den äußeren Durchmesser und den inneren Durchmesser muss man hier fixieren. Auch Text kann man eingeben und hier natürlich sich ansehen. Wir wollen also mit diesen Figuren jetzt bereits probieren, ein erstes Programm zu schreiben. Wir gehen also auf Control. Wenn ich also auf die Fahne klicke, dann soll als erstes einmal ein, gehen wir hierher, ein Cube entstehen. Ich ziehe das hierher. Der hat den Durchmesser 3. Wir bestätigen das einmal, wenn ich hier das draufklicke, entsteht dieser Kubus. Was mir nicht so gefällt, ist, dass er jetzt nicht auf der XY-Ebene steht. Ich müsste ihn also, damit er draufsteht, bezüglich der Z-Achse, wenn sich das genau anschaut, um 1,5 in die Höhe geben. Also um 1,5 in die Höhe. Die Hälfte in die Höhe. Das heißt, ich gehe hier bei Motion, die Bewegung, Z, und ich gebe das vorher hinein, Z, 2, dann gehen wir 1,5, das ist 1,5. Wir gehen auf die Leertaste und klicken einmal auf die Fahne. Wir haben jetzt einen Würfel, der wirklich hier drauf steht. Auf diesen Würfel wollen wir jetzt eine Kugel setzen. Die Kugel soll dann hier drauf liegen, wie sie drauf liegen soll. Und wir sind ja da bereits, wenn man es überlegt, 3 in der Höhe. Und die Kugel hätte dann zum Beispiel den Durchmesser 3 auch. Dann müsste ich zu diesen 3 noch einmal 1,5 dazugeben, damit da das Zentrum der Kugel ist, der Mittelpunkt. Also gehen wir jetzt bei Motion, Z, wir gehen her, bei Z auf, wir setzen hier ein, insgesamt 3 plus 1,5 ist also 4,5. 4,5. Wir klicken einmal Enter. Gehen dann wieder auf Shapes. Und nehmen jetzt eine Sphäre, eine Kugel. Der Durchmesser der Kugel soll ebenfalls 3 sein. Gehen wir auf 3. Wir drücken die Leertaste und klicken hier rauf. Wir sehen bereits, die Kugel ist jetzt wirklich hier drauf. Wenn wir uns das besser ansehen möchten, können wir jetzt auch die rechte Maustaste drücken und alles nach unten ziehen. Rechte Maustaste, gedrückte rechte Maustaste, alles nach unten. Natürlich kann man sich jetzt auch weiterspielen und hier beispielsweise verschiedene Farben nehmen. Ich kann also beispielsweise sagen, bei Colors, dass ich den Würfel
in der Farbe Blau haben möchte. Und die Sphäre, die Kugel, in einer schönen, nehmen wir an, mal gelben, goldgelben Farbe. Klicke mal die Spacebar, klicke hier drauf und habe dann praktisch dieses schöne Objekt bereits gestaltet. Natürlich kann man jetzt weiter darum damit herumspielen und ich würde euch raten, jetzt das für euch einmal auszuprobieren.